Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review von Zero Kaliber VR. Ich habe lange, lange kein Review mehr gemacht, beziehungsweise ich wollte ein Review über dieses Spiel machen. Ich habe mir aber was dazwischen gekommen und ich wollte euch mal zeigen, wieso das Spiel selbst ein Angebot nichts wert ist. Weil das Spiel ist allerhöchstens 10 Euro wert. Kostet im Durchschnitt so, glaube ich, 24, 25 Euro, jetzt 21 Euro noch was. Das ist das Geld absolut nicht wert. Wieso? Ganz einfach. Wir gehen mal davon aus, ihr habt alle Skins vor das bekloppte Halloween-Update gesammelt. Das Halloween-Update sieht ganz einfach so aus, dass hier so eine Kürbisse da sind und das dann ein Level. Das ist das, bisschen Halloween-mäßig aussieht. So, das ist ein Ding. Das zweite, worüber ich mich extrem geärgert habe, war abgesehen die bekloppten Kürbisse da, worüber ich mich extrem geärgert habe und ich glaube viele, viele andere auch, ist, es sind zwar neue Skins rausgekommen, schön und gut, aber alle Skins, die ihr vorher hattet, die habt ihr nicht mehr. Das heißt, ihr musstet die Scheiße nochmal finden. Und dann heißt das, ja, kauft die mit eurer Ingame-Währung. Ihr hattet die schon alle, aber ist denen ja scheißegal, ne? Beziehungsweise haben sie jetzt da ein Level-Lock reingepackt. Das heißt, alles, was ihr euch erspielt habt, haben die euch weggenommen. Und das ist scheiße. So, dass sie mit der FPS immer noch nichts wirklich hingekriegt haben. Ich glaube, das weiß so ziemlich jeder. Deswegen werden auch ziemlich viele Spieler in diesem Spiel schlecht. So, das mit den Skins ist schon mal eine Sache, was absolut für den Arsch ist. Bloß um ihr beklopptes Spiel da, ja, dass man mehr spielt, weil das ist nichts anderes als Grinding. Die Levels habt ihr höchstens 3 Stunden durch. Und das war's dann. Jetzt mit dem nächsten Update. Wo ich da gesehen habe, steht bei Steam 0:43 Uhr Update. Ja, ich habe bis heute noch kein Update gesehen. Beziehungsweise bis heute Abend noch kein Update gesehen. Da hat sich irgendwie nichts hochgeladen. Und ja, das ist halt einfach nichts gekommen. Aber die versprechen ja. Und da soll ein neues Level dazu kommen. So, kommen wir zur nächsten. Wir haben eine Lampe. Wir schalten die aus. Geht auch mit Laser. Ne? Stecken sie rein. Und wieder raus, Lampe ist wieder an. Das darf eigentlich gar nicht sein. Nächstes. Visier. Seht hier oben. So. Buggy. Funktioniert. Buggy. Funktioniert. Buggy. Funktioniert. Darf auch nicht sein. Den Fehler haben sie bis heute nicht rausgekloppt. Ja, also, da denkt man echt, dass das Spiel von 5-Jährigen gemacht wurde. So, nächstes. Wir haben ja verschiedene Waffen, ne? Die uns ja alle wieder weggenommen wurden, die Skins und so alles. Und nehmen wir mal die G3. Ich habe hier auch eine G3. Ups, die ist mir abhanden gekommen. Sehr schön. Ah, schön. Jetzt habe ich meine G3 verloren. Wartet, ich muss mal meine G3 wiederholen. Das wäre die. Und den kannst du wieder haben. Aber damit können wir es ja auch schön zeigen. So, passt auf. Also erstens, ihr findet in das Spiel alle, wirklich alle Schalldämpfer von den Gegnern. Die lassen sie einfach liegen. So, wir nehmen jetzt mal das Ding ab. Wenn jemand nicht weiß, wie man die Dinger hier vorne abnehmen kann, ne? Packen. Denn die Schusstaste hier vorne drücken und abziehen. So geht das. So, wir haben aber jetzt einen Schalldämpfer. Wir haben einen Schalldämpfer an der G3. Ziemlich laut, wa? So, machen wir jetzt unter. Ohne. Ich persönlich höre keinen Unterschied. Und da könnt ihr einen Schalldämpfer ranmachen, was ihr wollt. Es ist scheißegal. So, machen wir das mal. An eine Knarre. Oh, da unten lag ja auch schon eine. Die eine 5,56er Munition drin hat. Ja, die kleine Granatenmunition. Die hört sich erstmal so an.
Dann. Schön, ne? Machen wir mal eine AK ran. Schön. Dann können wir die jetzt nicht daran machen. Jetzt. Die eigentlich die gleiche Munition hat wie die G3, nur kürzere Hülsen. Eine AK-47 hat nämlich auch eine 7,62er Munition drin, bloß hat die Hülse anstatt 51 mm lang, ist er halt nur 39 mm lang. So, Hülse ab. Ja, Quatsch, Schalldämpfer ab. Ist trotzdem viel leiser mit Schalldämpfer als eine G3. Also das Ding haben sie bis heute nicht gefixt. Das werden sie auch nie fixen. Genau das gleiche hiermit. Das ist ein sehr gutes Spiel. So, wir hören uns das mal so an. So, es gibt hier eine Richtung, wo das ist, also das ist extrem buggy. Je nachdem, wie ihr steht, kann es trotzdem, und das passiert mir in den Games immer sehr, sehr oft, dass man den Scheiß denn trotzdem laut hört. Also es ist auch buggy. Sag ich mal ganz ehrlich, so wie es ist. Das hatte ich mal in meinem Ford-Review, was ich eigentlich machen wollte, weil ich aber leider Gottes leider gelöscht habe. Da stand ich hier und dann konnte man das dann hören. Mal gucken, ob ich das trotzdem noch hinkriege. Dann kriegt man nicht mehr hin. Aber jedenfalls, es ist trotzdem mal Soundbuggy, dass das trotzdem laut ist, beziehungsweise bei einigen anderen Waffen ist es immer noch extrem laut. So. Das Ding ist eigentlich dafür da. Man stellt es hin. Man kann schießen, ne? So. Gut gedacht. Das ist die Wahrheit. Also es ist total Schwachsinn. Was müssen wir machen? Wir müssen das echt hier festhalten. Das heißt, das Ding hat eigentlich keinen Nutzen. Ob wir es nun so festhalten und darauf stellen und schießen, oder das Ding abnehmen und einfach so halten, das ist nicht wirklich ein Unterschied. Also das Ding ist komplett useless, also nutzlos, ne? Sorry. Es ist einfach so. So, wir haben Scopes. Wir benutzen was Scopes für alle, die es nicht wissen. Hier vorne können wir nicht klicken, wie bei einem ja, Laser oder Taschenlampe. Das geht nicht. Schön wäre es. Es klappt bei einigen Scopes, aber nicht bei allen. Dann müssen wir hier oben klicken und dann wird es geändert. Wir können natürlich auch jeden Vordergriff ranmachen, also scheißegal welchen. Okay, es ist scheißegal. Oh. Das ist erstmal schon mal so weit. Das nächste ist, wir haben hier eine AR-85. Wir haben ein. Ups. Wir haben ein Korn vorne, ne? Das nennt man Korn. Zur Erklärung. Man nennt bei einer Waffe Kimme, das hier vorne, das runde Loch oder halt da, das vorne, also alles, was nah an eurer Schulter ist, das hier nennt man Kimme und das nennt man Korn. Deswegen sagt man auch immer über Kimme und Korn zielen. So, eine AR-85 hat man nur ein Korn. So, jetzt sagt man sich, okay, Ironsight haben wir ja da. Das heißt, das müsste ja eigentlich so funktionieren, so wie was jetzt. Sehen, wie es aussehen soll, ne? So. Und jetzt beweise ich euch, dass das Ding, meiner Meinung nach, von 5-Jährigen programmiert wurde. So, wie wollt ihr schießen? Wie wollt ihr schießen? Weil ihr habt keinen Laser, ihr müsstet euch einen Laser daran machen, da braucht ihr auch nicht das andere Ding da vorne drin. So, so sieht es im Spiel aus. So, wie wollt ihr schießen? Das ist nicht möglich. Ich meine, hallo, sind die Programmierer blöd? Das heißt, egal was ihr da oben raufpackt, immer das Korn ist weg. Das Schrott ist sowas. So, nehmen wir mal ein AR-4. Auf gut Deutsch eine, ja,
M4, ne? Das müsste ja dann eigentlich auch, ne? So sein. Okay, das ist ja heutzutage die Version. Versuchen wir es mal. Munition müssen wir auch noch nehmen. Ihr seht schon, wir schießen ganz woanders hin, weil der Laser auch schon da ganz oben hin, beziehungsweise oben hin zeigt. Also das geht nicht. So, wie gesagt, wenn jetzt welche sagen, ja, ist ja viel AR-85. Das ist scheiße, was die macht, I'm ganz ehrlich. Und es ist auch schon seit einer ganzen Weile, auch seit einem vorherigen Update, das könnte eine Tonne kloppen. So. Was haben sie gemacht? Die haben hier eine Waffe hingeknallt, toll. Die haben da ein paar Skins, wie gesagt, die haben mal alle Skins weggenommen, die wir schon hatten. Der Ding ist kacke. Die haben natürlich dann auch so eine Level-Warderin gekloppt, ne? Dass man Levels erreichen muss. Und ganz ehrlich, ich habe das Spiel. Ach, wie lange habe ich das gespielt? Muss ich mal ganz kurz gucken. Wie lange habe ich denn diesen Mist gespielt? Das müsste. Spielzeit, 12 Stunden. So, 12 Stunden. Rang 20. Das ist Kacke. Das ist echte Scheiße. So, durch das nächste Update soll jetzt endlich mal eine deutsche Pistole rinkommen. Endlich mal. Ne? Dann wird es für Ami-Waffen. Paar Skins. Das heißt, wenn sie wieder so Arsche sind, die Arschgeigen, die, also die Spieleentwickler, die einfach gar nichts können. Dann werden wieder alle Skins und so ja, geblockt. Ne? Was wollen sie denn darin machen? Eine Pumpfunktion für ja, Pumpen. Ne? Halt, dass man wirklich so machen kann. Abwarten, Tee trinken. Da wollen sie aber für die machen. Das ballistische Schild haben wir immer noch nicht hier. Viele wollen ein ballistisches Schild. Haben wir nicht hier. Das ganze Spiel an sich ist extrem buggy. Das Spiel ist buggy. Es wird alles rausgeklaut, was man hatte. Man ist permanent gezwungen, Missionen zu spielen. Und die Missionen sind nicht gut. Die Missionen sind langweilig. Jetzt kommen sie auch damit, ja, es kommt ja eine neue Mission raus. Interessiert uns nicht. Ganz ehrlich, die Missionen, da könnt ihr alle in Tonne kloppen. Ja, da war sie. Das reines Grinding, das ist kein Spiel, das ist eine Zumutung. Und mir wird nach, sagen wir mal, eine Stunde, vielleicht 2 Stunden extrem schlecht, weil, selbst wenn die FPS anzeigen lässt, angeblich hat das Spiel 90 FPS. Durchgehend. Stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Das Ding hat weit, weit unter 90 FPS. Bei mir jedenfalls. Und ihr könnt ja da unten gucken, was für ein PC ich habe. Und es wird ein nach kurze Zeit extrem schlecht. Und ganz ehrlich, die paar Levels, die könnt ihr eine Tonne kloppen. Oder zum Beispiel das Ding, wo mir das letzte, das soll ja Kampagne sein, das sind 4 Levels, alles andere sind bloß Einzellevels, ne? Könnt ihr auch in eine Tonne kloppen. Da kommen unendlich viele Leute an. Wirklich unendlich. Das ist nicht logisch. Also das Spiel ist Schrott, behaltet euer Geld. Vielleicht kann man sie mal in 2 Jahren holen, aber das Spiel ist nichts wert. Und das Spiel wird auch nie etwas wert sein. Vielleicht könnt ihr das spielen, wenn ihr mit Freunden habt, aber dann auch bloß höchstens 1 Stunde. Also ich habe es nach 1 Stunde Spielen damals aufgegeben, weil es mich zu Tode gelangweilt hat und ich hab was anderes gespielt. Und ehrlich, da sind die ja, wortwörtlich meistens kostenlosen Spiele weitaus besser und haben auch mehr Content als das Ding. Scheiß drauf, dass das Ding hübsche Grafik hat, aber das Ding ist buggy wie Sau. Und dass sie halt auch mit den Patch die ganzen Skins klauen und dann sagen, ja, musst du alle neue holen, ist auch Beschiss. Ne? Und das mit der Waffe unten habe ich euch ja gezeigt. Also, das Ding könnt ihr in eine Tonne kloppen. Na, jetzt wisst ihr meine Meinung, vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Wie gesagt, mit anderen zu spielen macht ja Spaß, einigermaßen, wenn sie nicht so vorrennen. Ne? Also hier kann man dann mit anderen spielen. Die wollen jetzt auch den PvP reinmachen. Ganz ehrlich, das Spiel an sich kann nichts. Da wird PvP das Spiel auch nicht retten, weil
Die machen überall PvP rein. Die sollten endlich mal eine gute Story reinmachen. Also richtig gute Dinge, Inhalte reinmachen und nicht bloß so, du tötest ein paar. Oh, geschafft, nächste Level. Du tötest ein paar. Oh, geschafft, nächste Level. Das ist keine Story, das ist ein Witz. Wenn die sowas gemacht hätten, wie beispielsweise Call of Duty oder so, also halt die früher Modern Warfare Dinger, als Beispiel, als Mission, das Spiel wäre super, aber machen sie ja nicht. Eine Story ist hier nie vorhanden, da heißt es bloß, oh, da wurde ein Homie needed, nächste Mission. Oh, verteidigt euch, nächste Mission. Das war's. Ihr habt alle Einzelmissionen, habt ihr. Ihr geht zu Gegner hin, ihr verteidigt euch, das war's. Spiel beendet. Wirklich bei allen beschissenen Missionen. Und bei den Dingen da mit den vier Missionen, auch das gleiche. Bloß halt aufgeteilt in vier Missionen. Und die Dinger sind so schnell, ja, beendet und das Spiel ist auch so schlecht gemacht. Ich meine, ihr seht das jetzt richtig hübsch, aber durch die Brille sieht das Ding auch nur absolute Scheiße aus und ich habe einen Index. Also, Finger weg und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.